Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen Not Included, wo wir uns gerade so ein bisschen ausprobieren. Wir priorisieren jetzt mal hier die Stromleitung, denn ich will, dass das Teil endlich mal anläuft. Und dann müsste eigentlich Wasser hier rausgepumpt werden. Hier oben rein. Währenddessen stellen wir mal ein, dass die Container hier alle möglichen Materialien aufsammeln. Dann werden wir sehen, wie sieht's hier aus? Algenterrarium, ich sehe da aber jetzt keine Algen. Materiallieferung. Wir müssen auch vielleicht mal gucken, dass wir die Jobs verteilen. Wer hat denn noch gute Werte? Man, Nails ist auch ein Runner. Ich hätte halt gern einen, der wirklich nochmal nur ein Runner ist, der einfach nur die Sachen verteilt. Ich würde sagen, wir machen den Meep nochmal zu einem. Das ist interessant. Oben wird mir, bei Ape wird mir angezeigt, dass er alles macht, aber er macht ja gar nicht alles. Okay. So, jetzt ist es richtig. Seltsam, seltsam. Aber dann haben wir halt zwei Leute, die wirklich nur Materiallieferungen machen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und ich hoffe halt, dass das Algenteil dann jetzt langsam auch mal die Algen bekommt. Weil eigentlich haben wir noch Algen, so viel ich weiß. Guck mal, und hier sammelt sich jetzt das ganze Carbondioxid. Und Cecil ist eingepennt im Carbondioxid. Und er verliert Leben. Okay, das ist krass. Vor allen Dingen wird hier nicht weitergebaut. Warum nicht? Zumindest haben wir jetzt hier oben erstmal die ganzen Sachen weggebracht. Hat ja auch schon mal was für sich. Hier haben wir Schleim. Schleim können wir später, glaube ich, umwandeln. Ja, mit Cecil ist natürlich hier unten ultra gefährlich. Das muss man echt beachten. Ich fände es cool, wenn vielleicht mit irgendeinem Update nochmal so Schutzanzüge kommen würden. Womit man dann halt quasi völlig in kontaminierten Oxygen und so einfach überleben kann. Kann jetzt bitte einer das hier fertigstellen? Wir sind jetzt erstmal alle beschäftigt, hier die ganzen Sachen wegzubringen. Müde sind sie auch alle und diesmal haben sie ja sogar alle Betten. Also mit Cecil, da muss man echt ein Auge drauf haben, wenn der da unten einpennt. Ne, ihr seht ja, wenn ich hier das Overlay anmache, hier ist quasi, da ist nichts mehr zum Atmen. Das hat sich echt da unten alles gesammelt. Überlege ich natürlich auch, hier so ein... Das ist total interessant. Ich überlege gerade, wenn wir hier das so hinmachen, da kann halt der das Gas durch. Leute, wenn wir das... Das ist interessant. Du kannst halt quasi bestimmen, wo das Gas hin soll. Wenn du das Gas intelligent lenkst, dann kannst du das richtig ausnutzen. Ich meine, wenn wir hier eine hohe Konzentration an Carbondioxid haben, dann bringt es ja am meisten tatsächlich, wenn wir einfach die Algenterrarien da nach unten bringen.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier fehlt noch eine Stromversorgung. Jetzt bauen sie die beiden Algenterrarien ab. Wir bauen die hier unten wieder hin. Und zwar genau hier hin. Machen da noch eine Lampe hin. Und dann auch nochmal auf die Lauer volle Power. Aber irgendwie baut er hier den elektrischen Unreachable. Ach, fuck it. Wenn wir das hier deconstructen, ich glaube, dann kommen wir zumindest daran. Da steht immer noch Unreachable. Nee, jetzt ist es Reachable. Jetzt haben sie alle Hunger. Das ist schon interessant, Leute. Jetzt. Und da pumpt die Pumpe. Na, da kommt's Wasser durch. Und dann kommt's hier oben raus. Das ist cool. Das ist richtig cool. Nur der Research ist halt nicht so gut. Da könnten wir auch überlegen. Ich meine, wir haben ja ein Scientist, dass wir dem quasi nur die Aufgabe Scientist geben. Die ist ja auch in sonst nichts anderem irgendwie richtig. Athletics ist so ganz okay. Sweep. Wir machen also mal nur zur Scientist. Was ist interessant, da kommt hier Wasser durch. Ist das kontaminiertes Wasser? Wo ist denn da kontaminiertes Wasser? Ah, da vorne. Müssen wir direkt immer noch mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Aber soweit sieht alles gut aus. So, Prioritäten verteilen nochmal. Nee, das ist immer noch Mobben. Und hier oben wird es langsam sehr, sehr unangenehm, sehe ich. Hier hat sich ein Haufen Carbondioxid angesammelt. Und ich glaube wirklich, dass das eine Idee ist, wenn wir das hier runterleiten. Es läuft jetzt auch deutlich besser dadurch, dass wir die Leute haben, die hier halt Sachen verteilen. Und jetzt müsste hier eigentlich, die Algenterrarien müssten jetzt hier anfangen, richtig viel Sauerstoff herzustellen. Was heißt richtig viel, ne? So viel, wie sie halt können. Weil die hängen ja quasi extrem im Carbondioxid. Wir machen das mal hier auf 9. Das ist dieses gasdurchlässige Teil. Ich versuche jetzt quasi das Carbondioxid hier komplett runterzuleiten. Weil ihr seht, die können schon da nicht mehr atmen. Ich finde es lustig, dass sie hier atmen kann. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier diese Algenterrarien stehen. Ich werde das ganze Teil da unten freigraben und dann werden wir mehrere solche Gasdurchgänge machen.
Okay, wir brauchen noch viel, viel mehr Sauerstoff. Ich würde gerne wissen, was hier so viel Carbondioxid verbreitet. Weil es wird ja auch immer mehr. Das ist krass. Und vor allen Dingen sammelt sich das hier an der Stelle. Das check ich nicht. Oh, und wir haben das geresearched. So, jetzt bauen wir mal diesen Electrolyzer. Mann, 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 ey, hier ist was los. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir das hier wieder freikriegen. Batterien ist noch alles in Ordnung. So, jetzt brauchen wir hier noch Stromversorgung. Zack. Da wird sich dann auch gleich drum gekümmert, hoffe ich. So langsam wird es hier nämlich mit Sauerstoff echt eng. Ah, da brauchen wir noch einen Liquid Intake, sehe ich gerade. Plumbing. So. Da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert. Und ob es funktioniert, ob es halt ausreichend funktioniert. Stellt auch Hydrogen her. Ich weiß gar nicht, Hydrogen. Hydrogen müsste eigentlich sogar noch weniger. Noch weniger wiegen als Sauerstoff, glaube ich zumindest. Da würde ich dann fast hier oben noch so ein Teil machen. Oh, das ist aufregend. Also, was wir jetzt machen, wir stellen hier Sauerstoff her anscheinend. Ganz gut. Da laufen aber die Batterien leer, das heißt, wir sollten uns jetzt auch nochmal um extra Batterien kümmern. Ja, stellen hier Sauerstoff her, aber erzeugen damit auch Hydrogen. So, und das will ich jetzt quasi ableiten, dass das hier oben landet, weil das wird sich irgendwie oben verteilen. Ist zumindest mein Plan, dass wenn wir das einfach hier durchleiten lassen. Die können schon alle gar nicht mehr atmen hier. Das ist so krass. Wir müssen jetzt echt hintereinander weg ein paar Sachen machen. Wie gesagt, ich gehe eh davon aus, dass wir relativ schnell sterben werden. Vor allem, guck mal, da wo die schlafen, da ist halt auch... Oh, oh, oh. Wir müssen wahrscheinlich auch beim nächsten Mal, falls wir hier sterben sollten, beim nächsten Mal gucken, dass wir das alles so in Räume unterteilen. Thank you.
Krasse ist, dass mir jetzt nicht angezeigt wird, dass wir, ich bin gerade auf 50.000 Sachen gleichzeitig. Dass wir irgendwas von wegen zu wenig Sauerstoff. Wir stellen jetzt genügend Sauerstoff tatsächlich her. Es muss bloß original besser verteilt werden. Deswegen will ich jetzt dieses Filtersystem einbauen. Ne? Und dann gucken, dass wir... Das ist total interessant. Es ist wirklich interessant. Vor allen Dingen, wir verbrauchen halt richtig viel Wasser, ne? No power. Ja, die müssen jetzt natürlich erstmal laufen, bis hier die ganzen Batterien geladen sind. Vielleicht sogar sinnvoll noch so ein zweites Rad zu bauen. Stelle ich mal da oben hin, weil wenn wir recht haben, dass hier mit Atmosphärendruck gearbeitet wird, dann könnte es sein, dass sich der ganze Sauerstoff und Oxygen hier oben sammelt. Ich meine, wir haben natürlich hier auch noch verschmutzte Luft, also verschmutzten Sauerstoff, aber das ist alles gar nicht so schlimm. So, ich will erstmal das hier leer haben. Weil wenn wir das hier leer geräumt haben, können wir hier quasi die schweren Gase wie Carbondioxid und so nach unten leiten. Hier unten, guckt euch das mal an, wie viel Oxygen jetzt hier mittlerweile entstanden ist. Da überlege ich ja direkt, mich hier irgendwie runterzubauen. Man müsste irgendwie das schaffen, so eine Pumpe hier direkt unter Wasser zu setzen. So, guck mal, jetzt haben wir zwei so eine Teile. Das heißt, wenn sich jetzt ein zweiter bereit erklärt, hier mal für Strom zu sorgen, dann haben wir hier wieder genügend Strom. Leute, der Cecil ist schon wieder am Pennen. Oh weia, jetzt wird's richtig kritisch. Ihr seht, es füllt sich auch alles mit Hydrogen. Wir müssen mal gucken, was wir da draus gewinnen können. Ja, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Oxygen Not Included. Jetzt wird hier unten ausgebaut. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.